Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir, und zwar machen wir den 21 Makeup Question Tag. Und zwar habe ich 21 Fragen. Sie sind zwar auf Englisch, ich werde sie so ein bisschen übersetzen. Und ich habe mir gedacht, ich habe so gesehen, wie ein paar YouTuber das gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, ich muss das einfach auch machen. Und deshalb machen wir das jetzt. Das heißt, ich würde sagen, wir legen gleich los. Das heißt, die erste Frage ist: What is the oldest makeup product in your collection? Also was ist das älteste Produkt, Make-up-Produkt in meiner Kollektion? Wie wir jetzt gleich loslegen. Also es ist heute ein Quatschvideo und noch so kurzes Intro. Ich hoffe, euch gefällt das. Gerne Kommentare und Like wäre auch cool. Und dann würde ich sagen, meine ältesten Produkte. Ich musste so ein bisschen überlegen. Ich glaube, ich habe zwar noch ältere Lippenstifte, aber ich weiß nicht, wo die sind. Es kann auch sein, dass die schon weg sind. Deshalb habe ich mir gedacht, dann realistisch habe ich mir gedacht, ah nein, vielleicht ist es das oder ah nein, ist es das. Und dann habe ich mir gedacht, nein, es sind diese Blushe, die ich auch in meinen aufgebraucht habe, also die ich dieses Jahr aufbrauchen möchte. Das ist einmal dieser Essence The Beach House Duo Blush. Das wird aufgebraucht, liebe Leute. Das sind die ältesten Make-up-Produkte. Also ich glaube, wie alt können die sein? Ja, so, ich will nicht sagen 2016, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall 2017 müsste es jetzt sein. Also, wenn man das... Es ist auf jeden Fall alt. Ich weiß, ich habe das urlang, ich habe die urlang so... Ich habe sie aber nicht benutzt damals. Das heißt, benutzt habe ich sie erst so vor einem Jahr oder so. Aber... Ich habe die schon voll lang. Es kann auch sein, dass einer davon viel älter ist wie der andere. Das ist jetzt von Catrice. Sind das so zwei Blushe hier auch. Einen werde ich euch nicht zeigen, weil der hat schon sehr, sehr viel Progress. Die haben noch nicht so viel Progress. Aber wir haben einen Blush, der schon... Ich will nicht zu viel verraten, aber... It's looking very good. Und auf jeden Fall, die werde ich natürlich auch versuchen, alle aufzubrauchen. Einfach, weil ich das auch möchte. Und ja, ich weiß nicht. Also, wie alt die jetzt genau sind. Also, entweder 2017 oder 2016. Also, auch schon extremst alt eigentlich. Und deshalb wollte ich sie auch aufbrauchen. Aber sie performen noch gut und sie riechen noch nicht schlecht. Also ist noch alles okay. Ich habe sie auch im Dunkeln gelagert und so und so. Ich habe sie auch nicht benutzt. Also es wird ja erst contaminated, wenn du es wirklich benutzt. Obwohl Shelf Life ist auch nur 2 Jahre. Also ja, sie sind schon drüber, aber sie funktionieren noch. Und ich werde die auf jeden Fall jetzt dann aufbrauchen dieses Jahr. Und dann ist das auch schon erledigt. Aber auf jeden Fall, das sind meine ältesten Make-up-Produkte, die ich habe, ja. So, the next question is, what is your most recent makeup purchase? Und das ist auf jeden Fall die Mama Mitchell Palette. Da habe ich zwei andere, aber die ist eine davon, die am neuesten ist. Die anderen kommen in meinem Make-up-Haul. Aber das ist auf jeden Fall bis jetzt mein neuester Make-up Recent Purchase, den ich auch getestet habe, ist das die Mitchell Palette. Ja, also ja, das ist halt das Neueste momentan. Ich finde die aber auch, ja, das ist eigentlich sollte ich da, warum will ich da jetzt eine Meinung? Wenn euch eine Meinung zu dem interessiert, könnt ihr ja gerne mein Video anschauen. Aber das ist auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall noch Make-up-Produkte, die jetzt am Weg sind. Aber die sind halt noch nicht bei mir. Und deshalb ist das jetzt das Neueste, was sozusagen in meiner Collection gelandet ist. Dann haben wir, what is the first Make-up-Product you ever used? Also was ist das erste Make-up-Produkt, das ich jemals getestet habe, beziehungsweise benutzt habe? Ich muss dazu sagen, also ich war halt ein extremer
Claire's. Also ich weiß nicht, ich glaube, ihr wisst, was das ist. Also das ist so dieses lilane Geschäft aus Amerika, was dann auch groß in, glaube ich, Österreich, auch in Deutschland geworden ist. Und da die Lipglosse. Da gab es so Lipglosse und so Lipsmarkers und das hatte ich halt immer in meinem Federpinal und das habe ich halt immer aufgetragen. Also das würde ich sagen, ist so das Erste, was ich, diese Lipsmarkers, also das sind eigentlich Labellos, aber das sind die ersten Produkte, die ich da jemals benutzt habe. Also ich glaube, ich habe die, wie alt war ich da? 7, 8 oder sowas. Also das war auf jeden Fall das erste. Dann so das richtige Make-up-Make-up-Produkt. Muss Mascara gewesen sein. Also es muss definitiv Mascara gewesen sein. Und von Essence wird das irgendeine, welche das war. Puh, keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber irgendeine Mascara. Und Mascara und ich war halt immer so Lipgloss. Also das habe ich immer benutzt eigentlich. Also immer so Lippenprodukte generell einfach. Das war halt so. Das war so meins, ja. Dann machen wir weiter. Was ist das nächste, die nächste Frage? What is a makeup trend that you used to love but now you hate? Ich finde das schwierig. Es gibt, ich bin nicht so der Typ, der so Make-up-Trends verfolgt. Deshalb, es gibt jetzt keinen, also ein Make-up-Trend, den ich früher eben, den ich früher eben geliebt habe und jetzt hasse ich ihn. Also ich meine, das Einzige, was sozusagen trendmäßig, es war kein Trend, aber es ist halt Augenbrauen. Also das ist das Einzige, was sich bei mir so geändert hat. Also es ändert sich schon natürlich permanent an, aber so wirklich so ein Trend sind halt die Augenbrauen. Also ich habe, also es war aber auch kein Trend, so schlecht hat niemand die Augenbrauen gemacht. Es waren halt mehr aufgemalte Augenbrauen, manchmal halt früher der Trend, jetzt geht es ja immer mehr in dieses Natural Eyebrows. Und das sind wir noch nicht ganz, aber dieses, ich habe mir, ich habe, das ist so schlimm, ich habe mir so ein Haus hier gebaut, so ein Dach. Da habe ich immer so, ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht machen, aber ich habe mir da wirklich so, eben so Stiften, glaube ich. Und dann habe ich so, also wirklich ein Dach mir gebaut. Da gibt es eh so Fotos und schrecklich. Das war aber nie ein Trend, aber den habe ich halt selbst gemacht, den Trend. Zwar, ich verstehe es auch nicht. Also, dass das halt mehr Definition haben sollte. Das sollte halt mehr so curvy, das ist mehr so, aber. Sie waren wirklich so. Ja, aber es war kein Trend, aber das ist etwas, was ich geliebt, weiß ich nicht, aber ich habe es auf jeden Fall gemacht. Das war schon schlimm genug. Dann die nächste Frage. What is a makeup trend that you used to hate, but now you love? Und zwar, was ich, also es gab, ich habe nie Make-up-Trends gehasst. Also es gab, das Einzige, was ich halt persönlich nicht so schön finde, ist halt diese Bushy Brows. Und das ist ja sehr, sehr im Trend momentan. Ich bin halt, ich mag noch immer nicht diese Bushy Brows. Also ich weiß, viele lieben das, wenn sie die Augenbrauen ein bisschen hochschieben. Ich like it. Ich weiß nicht warum. Ich finde, mir gefällt das einfach nicht. I don't know. Ich verstehe nicht, warum sollte ich meine Augenbrauen so, warum sollen die über. Also, nee, das verstehe ich nicht. Aber was ich viel schöner finde als wie diese aufgemalt, die habe ich noch immer, weil ich diese Stifte aufbrauche. Aber sonst finde ich das mit den Eyebrow Gels, also das ist etwas, was ich früher nie gemacht hätte, was ich jetzt aber richtig schön finde. Ich finde, es ist viel natürlicher, es ist einfach viel besser. Also wie diese aufgemalten Augenbrauen. Also ich finde, das Eyebrow Gels das ist etwas, was ich. Ich habe es nie gehasst, aber ich habe es auf jeden Fall nie. Es hat mich nie interessiert. Und jetzt ist es auf jeden Fall Eyebrow Gels. Also das auch von Essence da. I like Eyebrow Gels now. Also das ist dann, wenn dann das größte, die größte Veränderung. Dann haben wir das nächste. What is your favorite step in your makeup routine? Also was ist mein favorite Schritt in meiner Make-up Routine? Was ist der schönste Schritt oder der favorite Schritt halt? Ja, es ist Eyeshadow. Also wenn ich die Zeit habe, liebe ich einfach Lidschatten aufzutragen. Also
Ich finde das, also wenn ich im Stress bin, ist es halt mühsam, aber Lidschatten, ich meine, warum habe ich, das ist das Make-up-Produkt, wo ich am meisten Produkte habe, ist Lidschattenpaletten. Also ich glaube, mittlerweile habe ich 300 Lidschattenpaletten, also es ist für mich definitiv. Und vor allem, wenn ich die Zeit habe, wenn ich die Zeit habe, es ist wie für mich wie Therapie. Ich kann mir da so, alle Farben kann ich da auftragen und das sieht so schön aus, die Schimmer auf dem Auge. Also für mich ist es definitiv Lidschatten. Aber ich finde, mir macht halt generell Make-up Spaß. Das ist jetzt nichts von irgendwelchen Steps, wo ich sage, I don't like it, es macht keinen Spaß oder so. Aber auf jeden Fall, obwohl am wenigsten ist, ehrlich gesagt, die Augenbrauen, weil ich es einfach boring finde. Ja. Deshalb habe ich zum Glück so ein paar Eyebrow-Gels, ist es so ein bisschen mehr exciting geworden, weil es was Neues ist, statt diese Stifte, die ich schon seit, ja, dann schon seit 5 Jahren benutze. Oh Gott. Schrecklich. Aber ja, ich meine, ich finde sie ja nicht schlecht, aber es ist halt einfach nicht mehr. Ich mag es da mehr natürlicher, wie halt aufgemalt. Aber sie funktionieren voll gut. Also auf jeden Fall Eyeshadow. Also Lidschatten ist. Lidschatten, ich liebe Lidschatten. Und vor allem momentan. Ich habe momentan so eine Phase, vor allem auch, weil ich natürlich in meiner Aufbrauchphase hier auch bin. Ich sage euch, viele sind das sagen, ich bin unrealistisch und das wird nichts. Ich sage euch, liebe Leute, und wenn euch das interessiert, verlinke ich das auch, dieses Aufgebraucht-Video. Weil, also ich mache schon Progress. Also. Ja, gut, also man muss dazu sagen, ob ich jetzt alle 13 Lidschattenpaletten aufbrauchen werde. We shall see. Aber es werden ein paar Produkte auf jeden Fall aufgebraucht. Also ich glaube, ich werde da schon ziemlich gut abschneiden. Dann machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage. Und zwar: What is a makeup product that you can't live without? Eins. Also wenn ich nur eins, ich weiß nicht, also wenn ich nur ein Make-up-Produkt haben dürfte, das wäre dann halt nicht so lustig. Also dann brauche ich kein Make-up. Also dann ist für mich der ganze Sinn weg. Also wenn nur Eyeshadow ohne Mascara, nur das, nee, das macht dann keinen Spaß. Aber ich kann auf jeden Fall ein Favorite-Produkt. Ich habe so viele. Da gibt es immer eine Drogerie und Heilfavoriten. Aber so eins, ich kann halt eins nicht sagen. Aber das Einzige ist, wenn ich nur ein Make-up-Produkt generell benutzen dürfte, und sie sagen, alle anderen wären für dich gestrichen, wäre es für mich Mascara. Ich meine, ich würde nicht jeden Tag Mascara tragen, aber einfach nur so, wenn man sagt, man will so ein bisschen cuter ausschauen, will man halt Mascara draufgeben. Weil Foundation ohne Puder und ohne Ding ergibt keinen Sinn. Also ergibt halt alles keinen Sinn. Ich meine, ich habe auch überlegt, Bronzer. Also wenn ich zum Beispiel Bronzer, also nur Bronzer, weil ich meine, ich brauche für meine, weil meine Wimpern sind auch sehr lang. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche unbedingt Mascara. Also es wäre entweder was Bronzer oder Mascara. Bronzer, weil ich einfach so blass bin und ich da so ein bisschen Leben ins Gesicht bekommen würde. Weil. Und das kann man auch auftragen ohne, obwohl ich weiß gar nicht, wie das ausschaut ohne Foundation. Also, nee, also die Vorstellung will ich gar nicht haben, weil ich finde das schrecklich. Wenn ich mein Make-up nicht mehr machen dürfte, bin ich wie so ein Kind. Nein, dann will ich nicht. Also nein, das darf nicht passieren. Also, ja, machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage. What sparked your love for Make-up? Also was, warum bin ich so verliebt in Make-up? Was hat das alles gestartet? Ich glaube, dass das auf jeden Fall meine Oma war. Und zwar meine Mutter hatte nie wirklich Make-up. Also das, was sie hatte, war oft so, ja. So Lipglosse, die so in der Tasche waren und schon voller Schmutz oder sowas. Also es war wirklich nicht so, dass sie schönes Make-up hatte. Also das hatte meine Mutter wirklich nie. Und wenn hat sie hatte immer so nur so Eyeliner oder Mascara, also wirklich so fades Make-up. Sie hatte nie Lidschattenpaletten, das hatte sie gar nicht. Und meine Oma dafür hatte den Regenbogen von Lidschattenpaletten, vor allem blau, so richtig so. Also meine Oma ist wirklich so blauer Lidschatten, pinker Lippenstift. Und das ist auf jeden Fall meine Oma. Also meine Oma ist der Grund, warum ich Make-up mache. Also sie liebt zwar Make-up nicht so sehr wie ich, aber
Sie hat mich auf jeden Fall in diese Welt eintauchen lassen, weil ich durfte immer mit ihrem Make-up spielen und habe mir das einmal angeschaut und das ist genauso wie die Schuhe. Also meine Oma hat, glaube ich, auch so 100 Paar Schuhe und das war auch immer so, oh mein Gott, vielleicht hätte sie sogar mehr, aber trotzdem so extremst viele Schuhe und ich habe auch viele Schuhe jetzt. Also ich glaube, wir haben ungefähr gleich mittlerweile. Das ist wirklich so. Da war meine Oma schon eine Rieseninspiration für mich auf jeden Fall. Und auf jeden Fall meine Oma im Make-up-Bereich. Also es gibt keine andere Person, die es getan hat. Ja. Und dann später halt einfach Beauty-YouTubers, also die man sich halt alle dann auf YouTube angeschaut hat, wie man da verstanden hat, was es alles gibt, was für Marken und dann eben die Reviews, das hat es natürlich viel, viel spannender gemacht. Aber das Make-up an sich, auf jeden Fall meine Oma, ja. Yes, she's my inspiration. Okay, jetzt kommen wir zu etwas, was mich zu Tränen rührt. Und zwar ist es, what is the worst Make-up look you've ever done? Also was ist der schlimmste Make-up look, den ich jemals gemacht habe? Es gibt keinen speziellen. Also ich glaube, ich werde noch, ich weiß noch nicht, ob ich es möchte. Aber es gibt auf jeden Fall Bilder, wo ich diese Haus Augenbrauen habe. Vielleicht blende ich euch da mal eins ein. Aber das ist auf jeden Fall worst, alle, die es mit diesen Augenbrauen sind. Sonst eigentlich, also. Und zwar habe ich früher mein Make-up, ich weiß, das war halt worst in dem Sinn. Es hat sich auf Bildern nicht so schlecht ausgeschaut. Es hat auf Bildern nicht so schlecht ausgeschaut, das weiß ich. Aber in echt konnte das oft ziemlich nach hinten losgehen. Und zwar, mein Make-up, wie ich früher mein Make-up aufgetragen habe, war. Es gab von Maybelline. Maybelline ist übrigens nicht tierversuchsfrei, also bitte nicht kaufen. Und zwar war das aber von Maybelline, so ein Foundation-Stick. Ja, die gab es, glaube ich, in drei unterschiedlichen Farben, so wie es oft in der Drogerie ist. Shade Range zum Vergessen. Aber dieser Maybelline Stick Me Foundation oder wie auch immer die geheißen hat, war auch zu dunkel. Also, ich habe mir die auch nicht nur im ganzen Gesicht verteilt und mit einem. Da gab es, glaube ich, noch gar nicht Beauty Blender. Ich glaube, Beauty Blender, obwohl vielleicht, aber ich habe auf jeden Fall keinen Beauty Blender. Ich habe meine Hand benutzt damals. Ich habe mit Händen mal mein Make-up aufgetragen. Bis mir eine Freundin von mir einfach mal gesagt hat: Hallo, benutze mal was anderes wie deine Hände. Aber es hat gut funktioniert. Also die Hände funktionieren. Ich finde es jetzt einfach nur sanitary-mäßig einfach so ein bisschen weird. Ich meine, ich habe immer meine Hände gewaschen, das habe ich immer getan, aber trotzdem. Also ich glaube, auch seitdem hat sich auch meine Haut viel verbessert. Also ich glaube, es war einfach nicht so gut, vor allem Nägeln, dass du immer so viel Dreck drunter. Also ja, auf jeden Fall dieser Foundation Stick. Den habe ich mir hier aufgetragen. Hier, verstehe nicht, warum da war unterm. Ist gut, hier einfach. Auf der Nase, Stirn und so ein bisschen unter die Augen. Verstehe auch nicht, warum ich es unter die Augen gegeben habe. Aber egal, das war halt einfach nur so, weil ja, es gab kein System. Und die Wangen waren ganz ohne, hier natürlich auch nichts. Das heißt, erstens hier, weil es zu dunkel war, klassischer Damenbart. Also, nee, also ich. I don't know, why I did it. Und es war natürlich super. Also ich habe kein Puder benutzt damals. Das hat auch gedauert, bis ich das benutzt habe. Das heißt, das war alles so. Also, ich würde mich ja gerne so sehen, jetzt so mit 16 oder 15 oder was ich war, und mir das mal so betrachten. Das war aber jetzt eigentlich aus dem Großen und Ganzen nur wegen den Unreinheiten. Also, ich hatte auf dem Kinn und auf der Stirn Unreinheiten. Warum ich dann die Nase und meine Oberlippe und die Augen gemacht habe. That's another question. Die Nase habe ich einfach gemacht, weil ich weiß nicht, es gab keinen Grund. Und es gab auch keinen Grund, warum ich die Wange nicht gemacht habe. Ich habe mir einfach eingebildet, dass so ist das schön. Und ich weiß nur, dass ich immer den Bereich hier gemacht habe, weil ich mir die Nase auch gemacht habe. Und es hat komisch ausgeschaut, wenn ich die Nase nicht gemacht habe. Aber Leute, stellt euch mal das vor. Und hier ist gar nichts. Und hier. Oh mein Gott. Also das ist auch so. Da gibt es jetzt, wie gesagt, auf Fotos sah es nicht so schlimm aus. Aber in echt. So manchmal, vor allem wenn ich zu viel genommen habe. Das war wirklich so. Aber ich habe diese Foundation Sticks geliebt. Ich habe da vor allem die waren urteuer, die haben 10 Euro gekostet pro Stück. So urteuer, aber ich habe. Alle 2 Wochen habe ich so einen aufgebraucht. Also ich habe die uroft kaufen müssen, weil die immer so schnell leer waren. No, it wasn't.
It wasn't cute. It wasn't cute. No, no, no. Also machen wir jetzt weiter. Dann haben wir, what is your favorite? Achso. Nein, dann haben wir, what is your favorite makeup look you've ever done? Ich habe keinen. Also ich habe wirklich keinen. Also was ist mein favorite makeup look, den ich jemals gemacht habe? Ich habe keinen. Ich habe so viele, die ich schön finde. Ich finde den heute schön. Ich weiß nicht, also es gibt keinen favorite. Es gibt einfach viele, die ich echt cool finde. Und bei Reviews manchmal denke ich mir so, oh mein Gott, voll cool oder so. Aber es gibt keinen favorite. Nein. Aber ich habe viele, die ich voll schön fand. Aber es ist Favorite habe ich nicht. Finde die meisten sehr, sehr schön. Dann machen wir weiter. Und zwar, what is your favorite drugstore product? Okay, was ist mein favorite Drogerieprodukt? Ich darf nur eins nehmen. Ich weiß nicht, wenn ich nur eins nehmen dürfte. Oh mein Gott, das ist jetzt voll schwer. Entweder meine Foundation oder das Puder. Puh. Es ist halt auch die Mischung, die es ausmacht. Okay, Leute, also es ist, ich kann nicht nur eins nehmen. Also es ist entweder ist es eben das Essence Fresh Fit Awake Make-up. Ich muss dazu sagen, ich finde das Catrice Puder auch gut. Das teste ich ja, beziehungsweise habe ich jetzt auch vor kurzem. Aber auf jeden Fall das Essence All About Matte und die Kombination für meine Haut funktioniert, oh, amazing. Also, ja, eins kann ich. Und dann gibt es auch so schöne Masken. Also es, ja, aber wenn, dann die beiden, weil ich nicht drei oder vier nehmen darf. Aber zwischen denen kann ich mich nicht entscheiden. Also ich find die toll. Das ist urschwer. Vor allem, ich meine, gut, natürlich könnte ich ein anderes Puder nehmen. Eine andere Foundation. Ich habe jetzt drei andere Foundation probiert. Ich habe nur wenig Foundation probiert. Es gibt sicher bessere, aber für mich funktioniert die wundervoll. Und der Preis passt. Also, I'm very, very glad. Okay, und dann, what is your favorite splurge makeup product? Also, was ist mein favorite Make-up-Produkt? Also, ein spezielles, wo ich sage, das kaufe ich immer wieder und da gönne ich mir voll was, habe ich nicht. Aber, wenn ich dazu sagen müsste, generell ist es Lidschattenpaletten. Also, Lidschattenpaletten habe ich irgendwie keinen Sinn für Preise irgendwie. Also, bei allen anderen Produkten, bei Foundation würde ich nie sagen, eine 80 Euro Foundation, ja, kann man schon machen. Also bei Lidschatten, das ist irgendwie so, der Sinn für Realität ist da komplett weg. Also ja, nein, also es ist eigentlich, wenn dann ist es nur Lidschattenpaletten, sonst bin ich nicht so sehr viel heilend. Also ich bin schon immer wieder heilend unterwegs, aber nicht so konstant. Also es gibt kein konstantes High-End-Produkt, was ich immer wieder nachkaufe. Ich habe also alle meine Face-Produkte und Produkte, die du halt regelmäßig aufbrauchst, sind halt Drogerie. Das ist, weil es für mich auch komplett funktioniert und da bin ich auch super zufrieden. Aber jetzt machen wir weiter, the next question. Und zwar, what is your most repurchased makeup product? Also was ist das, was ist das meist nachgekaufte Produkt in meiner Makeup Collection? Und das ist schwer. Aber ich weiß jetzt nicht, entweder ist es meine Foundation. Nein, es muss das Puder sein. Das Puder benutze ich nämlich schon viel länger. Also das All About Matte Fixing Powder benutze ich schon seit 2017 oder sowas. Also 2018 auf jeden Fall. Und die Foundation gibt es noch nicht so lange. Also nicht so lange, aber die gibt es glaube ich erst seit 2019 oder so. Das heißt, es ist definitiv das All About Matte Fixing Powder. Also das benutze ich schon seit extremst lang. Also das ist definitiv. Also wie oft ich das schon nachgekauft habe. Schätzung. Okay, wenn ich schätzen müsste, 200 Mal. Also ich glaube, ich habe da schon 200 Verpackungen, wenn nicht sogar mehr. Also 200, 300 auf jeden Fall. Ja, in dem Raum bewegen wir uns. Ja, also Wahnsinn, wenn du das ausrechnest. Ich meine, zum Glück sind sie billig, aber ja, das Essence All About Matte Fixing Powder ist es definitiv, ja. Dann haben wir, what is your earliest makeup memory? Also was ist meine erste Erinnerung mit Make-up? Also ich kann mich leider nicht so viel, also das ist halt das, wenn du so klein bist, das mit meiner Oma jetzt, denke ich jetzt, weißt du eben nicht, ob das durch Fotos oder durch sonstige Erzählungen ist, dass du das dann glaubst, du kannst dich daran erinnern. Sonst ist es auf jeden Fall eben dieser,
Foundation Stick. Der hat sich so in meinem Gehirn eingebrannt, weil ich mir denke so, what? Also wie konnte ich nur das? Ja, das. Und dann hatte ich auch noch von Biber, gibt es diese Look-Marke, die gibt es nur in Österreich. Und da hatte ich eben so Baked Eyeshadows und da hatte ich einen silbernen und den habe ich geliebt, über das ganze Lid aufzutragen. Das heißt, das vor allem Lidschatten habe ich früher überhaupt nicht machen können. Also machen und machen, aber man war halt nicht so, man hat halt gebraucht, bis man halt gelernt hat. Und am Anfang habe ich halt einfach nur Lidschatten über das ganze Lid aufgetragen. Da gab es kein Crease oder irgendwie Vertiefen oder sonstiges. Da gab es einen Schimmer-Lidschatten und den habe ich mir über das ganze Lid gepackt. Ja, so war das damals. Dann haben wir, what is your favorite place to shop for makeup? Und das ist, es war, früher hätte ich gesagt, Beauty Bay definitiv, mittlerweile voll nicht. Also erstens, die Lieferung kostet mittlerweile. Früher war es immer so, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Review machen wollte, dann habe ich ein bisschen andere Produkte noch gekauft, damit ich dann eben auf Next Delivery Shipping war. Das ist halt nicht mehr so und deshalb ist jetzt Beauty Bay nicht mehr so. Und sie haben so viele komische Marken dazugegeben. Oh, ich weiß nicht, Maybelline zum Beispiel. Also, nee, also Beauty Bay ist es nicht mehr. Jetzt ist es entweder Make-up Revolution und Cult Beauty. Die zwei sind meine Favorites. Also, da bestelle ich am liebsten. Cult Beauty funktioniert wie ein Traum. Das ist wirklich. Ich liebe Cult Beauty, also funktioniert immer voll gut. Und Make-up Revolution funktioniert nicht immer so gut. Manchmal sind ein paar Probleme, aber sie sind halt super süß beim Customer Service. Also es funktioniert dann alles immer im Endeffekt. Deshalb, ich hatte noch nie Probleme eigentlich. Und ich bestelle halt so viel bei Make-up Revolution. Also ich liebe Make-up Revolution und deshalb. Und ich früher habe ich viel mehr Make-up Revolution auf Beauty Bay bestellt, aber mittlerweile bestelle ich viel lieber bei der Make-up Revolution Seite. Ich finde die viel angenehmer und yes, das heißt Make-up Revolution und Cult Beauty, das sind meine zwei Favorites, yes. Dann haben wir, what is the most underrated Make-up product you own? Oh, die Foundation. Es ist, glaube ich, eh die All About Matte Fixing Powder. Also Fixing Powder. Also overrated. Also eben etwas, was nie, worüber niemand halt einfach spricht. Und das ist für mich auf jeden Fall die Essence Fresher Fit Wake Make-up. Ich finde, da sprechen voll wenige drüber. Ich weiß nicht, aber ich finde die super. Für mich funktioniert die voll, voll gut. Das heißt, ich würde sagen, das ist das Make-up-Produkt, wo ich sage, da. Das ist voll underrated. Also da sollte mehr darüber gesprochen werden, weil ich finde die ganz toll. Yes. Also das ist, glaube ich, mein most underrated. Ja, definitiv. Es war jetzt immer die Foundation oder das Puder hier. Das ist ein Wahnsinn bei mir. What is the most overrated makeup product you own? Ich muss kurz nachdenken. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir gerade eingefallen. Das hatten wir ja bei meinen getestet. Das ist das most overrated. Also was ist jetzt am meisten gehypte, also das gehypteste Produkt? Das ist das hier. Overrated. Also so ein bisschen zu sehr gehypt für das, was es ist. Ich finde es ja nicht schlecht. Also wie gesagt, ich verstehe, dass das für viele echt funktioniert und es ist kein schlechtes Setting Spray. Nur für mich persönlich funktionieren halt meine Make-up Revolution Setting Sprays genauso gut. Aber das ist halt auch bei jedem anders. Deshalb ist das mein most overrated Make-up-Product. Ja, das ist es halt einfach. Ja, das fällt mir jetzt gerade so ein auch. Tan, was ist die nächste Frage, die wir haben? What is a discontinued Make-up-Product you wish would come back? Ich hätte ja früher, hätte ich die Essence Foundation gesagt. Da gab es so in einer Tube eine, vielleicht finde ich ein Bild oder so. Ich bin so froh, dass sie nicht zurückgekommen ist, weil ich habe dann im Nachhinein realisiert, wie schlecht die aussah auf meiner Haut. Sie war super matt, es war super cakey und überhaupt nicht schön. Deshalb bin ich so froh, dass die aus dem Sortiment gegangen ist, damit ich endlich eine neue Foundation. Weil Foundation, ich bin halt da auch so ein bisschen, wenn ich ein Produkt habe, möchte ich nicht wechseln. Und man ist halt so safe place, man möchte halt immer dasselbe.
Aber sonst irgendwas, was discontinued ist, was ich zurückhaben möchte? Ja. Und jetzt weiß ich's. Und zwar sind es die Melt-Paletten. Diese von diesem Film da. Ich blende euch da Bilder ein. Ich möchte, dass die zurückkommen. Weil ich, meine Lieben, und deshalb ist Beauty Bay auch so ein bisschen auf meiner Blacklist, so ungefähr. Und zwar habe ich die bestellt gehabt bei Beauty Bay. Ja, hat alles schön funktioniert. Bis dann Beauty Bay gesagt hat, nein, das können wir dir leider nicht schicken. Ja, ich habe eh mal einen Refund und alles. Das ist schon schön, aber ich wollte die Paletten. Ja, habe sie dann natürlich nicht bekommen. Sie waren dann überall ausverkauft und das war die Story davon. Und deshalb bin ich so sad, weil ich hätte die Paletten so, so gerne gehabt. Hatte sie auch bestellt. Und ja, das heißt, die hätte ich gern, dass die zurückkommen. Das finde ich richtig blöd, dass die nicht, dass man die nicht mehr kaufen kann. Ja, die sind das. Hab's gefunden. Dann, where do you go for Make-up Inspiration? Also wo gehe ich hin, um Make-up-Inspiration zu kriegen? Für mich ist es YouTube. Ich weiß nicht. Instagram, ja, vielleicht. Schon auch Instagram. Instagram und YouTube, ja. Genau. Ja, Instagram sind halt diese Looks, die fertigen Looks. Und YouTube ist halt mehr so die, sozusagen der Prozess einfach. Auch wenn es eine Review ist, siehst du ja sozusagen den Prozess des Auftragens und wie halt andere Leute ihr Make-up machen. Also beides ist für mich einfach Inspiration, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Aber ja, das ist auf jeden Fall. Dann, what do you hope to see less of in Make-up Future? Also was wünsche ich mir weniger zu sehen in der Make-up-Zukunft? Ich weiß nicht, ich finde das so schwer. Mehr durchdachte Releases manchmal. Manchmal sind sie irgendwie so husch husch. Also da halt mehr durchdachte Releases würde ich mir halt wünschen. Also das, was ich mir dann halt nicht wünsche, ist, dass eben nicht mehr so undurchdachte Releases rauskommen. Ja, das ist eigentlich das Ernsteste. Ja, und dann, was ich auch nicht sehen möchte, sind so Fake-Make-up-Produkte. Also die es auf Amazon und so gibt. Das bitte auch nicht kaufen. Das sind so viele Chemikalien und das sind so, kann alles Mögliche drin sein. Also bitte kauft das nicht. Und wenn ihr euch keine Anastasia Beverly Hills Palette oder so leisten könnt, das ist nicht schlimm. Kauft euch ein Dupe. Das ist, ich verstehe, dass man gepressured wird und man soll Gucci tragen und was man nicht alles soll. Aber oh, bitte spielt nicht mit eurer Gesundheit. Das ist echt gefährlich. Also da hat man so schlimme Horror-Stories schon gehört von diesen Amazon-Make-ups. Vor allem diese Fake-Make-ups. Also no, 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 no. Das heißt, das würde ich mir weniger wünschen. Ja. Dann, what do you hope to see more of in Make-up Future? Also, was wünsche ich mir mehr von der Make-up Zukunft? Ich weiß nicht. Sie mir halt, also von Make-up, es ist so schwer. Make-up, ich weiß, ich bin so ein bisschen, ich schaue einfach, was die Zukunft bringt. Natürlich ist es halt immer so, dass man mehr Menschen sehen möchten, die Opportunities bekommen, vielleicht auch smaller Creators. Ich finde, das ist aber eh schon viel mehr geworden. Aber dann natürlich auch Leute, die einfach different races, also einfach verschiedene Leute. Also, wie heißt sie jetzt eh auch mit, wie heißt sie, heißt sie Hailey Baldwin oder so? Heißt sie so? Nein, das ist diese andere, das ist Justin Biebers Frau, oder? Ah! Nein, aber die. Wie heißt die dann? Das eine Model, das eben diese Skin Condition hat und so. Also sowas vielleicht mehr. Also einfach dieses Diversity immer mehr, dass das halt mehr auch in Make-up einfach vorkommt. Vielleicht auch mehr Make-up-Produkte für verschiedene Leute und einfach verschiedene Altersgruppen und so. Zum Beispiel so auch Teenage-Make-up. Also was ist gut für die Haut? Also ich meine. Ja, die entwickelt sich ja noch und so. Also so ein bisschen mehr so ein bisschen mehr Diversity. Also dass das so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Das wünsche ich mir. Dann machen wir weiter. Die nächste Frage. Und zwar, achso, das war's. Achso, nein, noch eins haben wir, oder? Nein, das war's. Das war's.
Das waren alle Fragen, liebe Leute. Es war eher ein langes Video, aber jetzt bin ich gerade so in Stimmung gewesen. Aber auf jeden Fall, das heißt, das waren die Fragen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, so ein Quatschvideo. Vielleicht mache ich wieder so einen Tag. Schreibt es mir einfach, wie es euch gefallen hat. Ich fand es richtig, richtig cool, das zu machen. Und hoffe, wie gesagt, dass euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo jetzt ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich mich super freuen, wenn ihr auch unten kommentieren würdet. Was hat euch gefallen? Alles Mögliche schreibt es mir in die Kommentare. Oder könnt ihr mich auch gerne auf Instagram DM, da bin ich natürlich auch für euch da. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!